Herzlich willkommen zurück zu Unpacking, einem sehr schönen Spiel, in dem man die Biografie einer Protagonistin, in unserem Fall, anhand der Artefakte entwirft und projiziert, die sie beim Umzug in neue oder andere Wohnungen mitnimmt. Und ich würde es sehr gern heute starten mit einer kleinen Besonderheit, nämlich ich würde jetzt hier erstmal ganz kurz zurückgehen auf ein bestimmtes Ereignis, nämlich dass sie, ich glaube in diesem Jahr war das, 2007, ja, in dem sie sportbegeistert wie sie ist, offensichtlich sich Kletterschuhe zugelegt hat und einen kleinen Beutel, hier sieht man ihn, hier habe ich ihn einsortiert, in dem Magnesium aufbewahrt wird und wie tatsächlich eine Zuschauerin meinte, ich habe dazu auch ein kleines, einen kleinen Short gemacht, handelt sich dabei um Kletterausrüstung. Das heißt, sie klettert. Und das würde später vielleicht unter Umständen, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, erklären, weshalb sie einen Gehstock braucht. Möglicherweise hat sie sich nämlich, und das schauen wir uns nochmal an, möglicherweise hat sie sich nämlich beim Klettern verletzt, ja, sodass sie nicht mehr gehen kann. Das wäre besonders tragisch, weil sie sehr, sehr viel Sport gemacht hat und sehr, sehr vielseitig sich bewegt hat. Es hat aber auf alle Fälle dazu beigetragen, dass sie sich darüber bewusst wird, was sie in ihrem Leben eigentlich tun und lassen möchte. Und der letzte Schritt, den sie getan hat, war, dass sie, Moment, ich gehe nochmal hier zurück, dass sie tatsächlich sich auf bestimmte, sehr viel leichtere Sportarten konzentriert und ihr an und für sich das Yoga bleibt. Aber entscheidender ist, dass sie, ich schaue das nochmal hier, dass sie ihren Job oder Nebenjob an den Nagel hängt, also sie war ja die ganze Zeit in der Gastro tätig und ihren Traum lebt, nämlich offenbar, Moment, wo ist das Arbeitszimmer? Ja, offenbar sich weiterhin mit Illustrationen beschäftigt und das zu den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Gut, okay, schauen wir mal von hier aus weg und gehen tatsächlich an die Stelle, wo wir heute hinwollen, nämlich in den Juli 2018 und den Einzug mit ihrer Lebensgefährtin in ein neues Haus. Und ich habe angefangen, die Reiseutensilien hier auf diesem Board zu platzieren. Und viele Dinge sind uns schon bekannt. Zum Beispiel die Windmühle, das kleine schwedische Urlaubshaus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Der Eiffelturm also als Souvenir aus Paris. Daneben hatten wir noch ein Taxi aus London und den schiefen Turm von Pisa. Und dieser Elefant ist neu hinzugekommen. Kann für, ich drehe den mal schnell, kann für den asiatischen Raum stehen, also Indien oder Thailand. Weil es auch ein Elefant ist mit Kleinohren, würde ich jetzt mal sagen. Aber jedenfalls ein asiatisches Reiseziel, das sie da besucht hat. Und wir packen jetzt einfach mal weiter aus. Also wir haben hier die Sandalen ihrer Lebensgefährtin und deren Stiefel, zwei Regenschirme. Und ich würde mal vermuten, weiße Sandalen, die sind neu. Decke. Okay. Sie braucht also ich habe jetzt noch keinen Gehstock gefunden. Das würde ich jetzt mal als gutes Zeichen sehen. Nämlich, dass sie den eventuell nicht mehr braucht, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also ich hoffe, dass es ihr gut geht, aber ja, ich hoffe es einfach mal, dass sie den Stock tatsächlich nicht mehr braucht. Das wäre immerhin schon was.
sind die Schuhe sehr verdächtig weiß. Haben die beiden geheiratet? Hm. Okay. Ja, die Schuhe sind sehr verdächtig weiß. Vielleicht haben die beiden geheiratet. So. Die Bilder parken wir hier erstmal. Die Decke, was machen wir denn mit der Decke? Die nehmen wir mal mit ins Wohnzimmer. Und ich würde sagen, ich fange erstmal. Ich nehme mir heute mal drei Räume vor. Das wird wahrscheinlich sowieso eine Doppelfolge werden. Um ehrlich zu sein, ich rechne nicht damit, dass ich das Ganze in einem Rutsch durchspielen kann. Und würde noch mal ganz kurz schauen. Ja, ich lege mich jetzt mal fest, die beiden haben geheiratet. So, wir bleiben heute mal im Wohnzimmer. Und in diesem Raum, das sieht aus wie ein Esszimmer. Und ihrem Arbeitszimmer. Mit einem höhenverstellbaren Tisch, das hatte ich schon erwähnt. Das ist echt luxuriös. Und bevor wir aber der Arbeit nachgehen, fangen wir doch mal bei dem Kinderzimmer an. Ach süß. Okay, so, jetzt wird's interessant. Das Schwein hat ein neues Halsband. Sieht insgesamt ein bisschen frischer aus, auch wenn es natürlich geflickt ist an verschiedenen Stellen. Aber es hat ein neues Band. Das war das Kuscheltier ihrer Partnerin. Jetzt packt er mir jetzt die 1000 von den Würfeln einzeln hier aus, oder? Doch. Das sieht mir doch noch ein Schnuller aus. Das Schnuller können wir hier mit ins Bettchen legen. Okay, also wie auch immer, das ist ein Beißring, wie es scheint. Das ist auch unerheblich, möglicherweise eine kleine Rassel. Möglicherweise haben sie es adoptiert. Das weiß ich noch nicht so richtig, was das sein soll. Ja, eine kleine Tasche. Jetzt kommen die ganzen Wickelutensilien. Ein Handtuch zum Waschen. Ach, das ist immer schön. Also für kleine Kinder Sachen auspacken. Das ist irgendwie. Das ist immer schön. So, das ist das Schwein. Also ihr. Und ein weiterer Tierentwurf. Also sie scheint sich dort professionalisiert zu haben. Ach, jetzt kommen die ganzen kleinen Sachen aus, das ist süß. Und noch ein neues Plüschtier. Passt das hier noch mit ins Bett? Ein Hase. Eine Mütze. So, eine kleine Greif. Noch eine Mütze. Ja, das sind die wichtigsten Sachen. Ne? Also Mützen und Bodies. Damit ist es eigentlich die halbe Miete. Ja. So, nochmal Windeln. Mülleimer. Ist auch nicht unwichtig. Okay. Was haben wir da? Bücher. Halt. Wir wollten die Sachen doch anschauen, die wir hier irgendwo platzieren. Und das machen wir jetzt mal. Okay, das ist aber ein einfaches, abwaschbares Buch. Okay. So.
Noch eins. So, also ein Mobile zum Greifen. Noch ein Body. Noch ein Body. Ich könnte daneben liegen, aber ich würde sagen, tendenziell in den klischeebehafteten Farben, in denen das Ganze hier erzählt wird, es könnte ein Mädchen sein. Ah, schon sehr viel Plastikschrott hier. So, und damit ist das Zimmer voll, oder? Okay. Also wir versuchen jetzt mal ein paar Sachen in dieser Tasche unterzubringen. Scheint nicht zu funktionieren. So, die Windeln verstauen wir damit. Rappes Creme. Sehr, sehr wichtig. Die Handtücher können wir dort parken. Die ganzen Babysachen kommen hier in die Schublade. Da haben sie gut Platz, da brauchen sie noch nicht viel. So, das, was das, das sieht mir nach Beißringen aus, aber so richtig einschätzen kann ich es nicht. Und versuchen wir mal hier noch ein paar Sachen unterzubringen. Ah, kleine Klapperbälle, das ist süß. Die Bücher können wir hier noch reinlegen. So, 3, 4. Ja, so ist doch ganz hübsch. Jetzt können wir eigentlich die Lampe mal versuchen, noch hier in das Fach reinzustellen. Okay, wunderbar. Die Bälle lassen wir oben, da stellen wir die Pflanze hin. So, das sieht es doch gut aus. Wozu die Tasche da ist, weiß ich noch nicht. Das sieht aus eigentlich wie eine Stricktasche. Also wo man so Nadeln platzieren kann. Wollen wir die Lampe vielleicht hier hinstellen? Ja, das scheint so zu sein. Können wir die Rassel eigentlich noch da reinlegen? So, ihr könnt hier mal ein bisschen auf das Kleine aufpassen. Und das stellen wir ins Bett. Naja. So. Die Spielzeug- und Klapperwürfel können wir auf den Fußboden legen. Da scheint ja auch Teppich drauf zu sein. Und das Kissen legen wir in den Sessel. So. Also es ist nicht sehr... Na, vielleicht kommt noch was. So, Badezimmer mache ich heute nicht. Aber bleiben wir mal im Wohnzimmer. So, das ist ja wieder Anti-Hero. So, das sind Blu-rays, wie es scheint, die so langsam neben die CDs kommen. So. Das mag auch sein, dass hier noch bestimmte Cover dabei sind, die ich nicht erkenne. Zum Beispiel von bestimmten Spielen. Das ist ja, das ist schon sehr ikonisch, das hier zum Beispiel. Ne? Das sieht ein bisschen aus wie. Halt. Das könnte zum Beispiel Kirby sein, ja, ne? Wenn er nicht blau wäre, sondern rosa. So. Dann schauen wir uns das nochmal an. So. Nintendo GameCube-Spiel mit einem Schwert drauf, würde ich jetzt mal pauschal sagen, Zelda. So.
Gibt es noch weitere Blu-rays? Ich mach's mal wieder ein bisschen auf. So. So, der Wasserkocher kommt doch definitiv nicht her, sondern eher in die Küche. So, hier haben wir noch eine Pflanze. So, das sind möglicherweise auch Reisemitbringsel. Ein sehr dramatisches Bild. So, das ist DVU. DB. Die GameCube-Controller. Ah, ein zweiter Wii-Controller. Sehr gut. Also sie spielen zusammen. Ich habe noch nicht rausgekriegt, was ihre Lebensgefährtin von Beruf ist. Also sie benutzt ja immer diese Walkie-Talkies. Kissen. Das ist hier ihr. Okay. Da ist der Gehstock gewesen. Also sie scheint tatsächlich längerfristig an den Stock gebunden zu sein, was ich sehr bedauere. So, das ist noch ein Gameboy-Spiel. So, noch ein Kissen. Jetzt kommen die ganzen Pflanzenutensilien wieder. So, was ist das? Das ist auch ein Gamecube-Spiel. Kann ich nicht zuordnen vom Titel her. Wenn man das Original daneben legen würde, würde man es wahrscheinlich erkennen. Das ist Samus Aran, das ist Metroid. Metroid Prime für den GameCube, also eines der besten Spiele in der Metroid-Reihe. Dann haben wir Wii Sports hier. Oder Wii Tennis, sagen wir mal. Da kam ein bisschen was dazu für die Wii, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, das kann man doch nicht erkennen, was das hier sein soll. Schmetterlinge. Das ist alles Wii U, das ist Game Boy. Also was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass sie ihr Herz an Nintendo verloren. Das kann man, glaube ich, sagen. Das ist Mario Kart. Mario Kart Double Dash für den GameCube. Wird aus meiner Sicht sehr gern unterschätzt. Ist aber wirklich, also ich spiele es total gern, ist auch heute noch ein Titel, den man durchaus empfehlen kann. Okay. Jetzt versuchen wir das mal alles unterzubringen ein bisschen. Also wir haben eine ganze Menge Brettspiele. Dann eine mittlerweile schon sehr beachtliche CD- und DVD-Sammlung. Die versuchen wir mal hier im Regal unterzubringen. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Dann setzen wir mal die großen. Halt. Da. Die Blu-rays. Mal sehen, ob wir die noch mit daneben kriegen. Ich würde denken, das wird zu knapp. Also eine sehr beachtliche Medienauswahl, die sie da hat. Und die beiden haben mittlerweile. Und natürlich passt die letzte nicht mit rein. Das ist so klar. Ja, egal. Wir haben noch ein paar andere, die irgendwie auch nicht so ganz dahin passen. Und hier ist ihr Tagebuch. Das würde ich gern ins Arbeitszimmer legen. Okay. Vielleicht
Vielleicht kann man auch das mit hier rüberstellen. So viele Spiele sind es ja nicht. Die werden wir jetzt, die kriegen wir schon unter. So. Passt jetzt zwar thematisch nicht so zusammen. Kann ich diese Pflanzenutensilien mit hier unten draufstellen? Das sieht ganz gut aus. Also die Decke scheint zumindest nicht herzugehören. So. Na, wenn das geht, dann kann ich das Spiel hier daneben stellen. Warum kann ich denn die nicht legen? Das ist doch jetzt ein Quatsch. Eins, zwei. Nee, komm nicht. Fangen wir jetzt nicht an, wegen vier Wii-Spielen das ganze Ding hier umzuräumen. Ja, mir soll es egal sein. Okay. So, das können wir hier mit hinstellen, auf den Tisch stellen mit. Also wie gesagt, ich denke, dass das eine tatsächlich ein Reiseutensil ist. So, die View-Fernbedienung könnte dort unten rein. Das räumen wir nochmal raus. Das finde ich nicht schön. Das räumen wir da hin. Nee. Drehen wir einmal rum. Die Fernbedienung legen wir auf den Tisch. Ja, dann haben wir hier nämlich Platz noch für die Controller. So, bekommen wir die Gameboy-Spiele daneben? Nein, natürlich nicht. Die Wii U-Spiele? Auch nicht. So, und dann räumen wir doch einfach mal das Spiel darüber. Dann geht's vielleicht. So, kriegen wir jetzt noch die Gameboy-Spiele noch daneben? Oh Mann, nein. Gut, dann zieht der Gameboy eben mit hier rüber. Das ist nicht dramatisch. Und wird uns sicherlich das Spiel auch nicht übernehmen. So. So, so können wir es, denke ich. Ach so, hier oben ist auch noch Platz. Jetzt habe ich das versucht, alles da rein zu weckern und gut. Dann kann natürlich das hier hin noch. So. Und dann können wir. Möchte man die ganze Zeit in so ein Ding reingucken, in so ein Gesicht hier? Ich weiß ja nicht. Aber das stand da unten schon ganz gut. Hast du die Lampe erstmal machen? Also sonderlich wohnlich finde ich das jetzt hier noch nicht. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Ah, machen wir die View doch mal an, die View mal an. Familiar Tale. Also typisches JRPG, das da hier anläuft. Gut. Küche wollte ich nicht machen. Esszimmer. So, jetzt wird es nämlich interessant. Also ich denke, das ist, oh, interessant, neue Figur. Ich denke, dass es Auszeichnungen für ihre Arbeit sind. Okay, das sind wieder ihre Zeichenutensilien, die wir schon kennen. Ihre Sketchbooks.
Kopfhörer, ihr Notebook. Ich habe von ihren Dungeons and Dragons Utensilien noch gar nichts gefunden. So, erstmal der Monitor-Screen. So, ein vernünftiger Desktop. Okay. Also das heißt, sie ist da wieder... Ah, da ist ja D20-Würfel. Huch, was ist das? Ist das ihr Buch? Das ist ihr Buch. Das ist ihr Buch. Mit folgenden Charakteren. Ich zeig's mal schnell. Kann ich das irgendwo mal... Ich kann es nicht richtig drehen. Okay, dann müssen wir es uns mal so angucken. Also, das ist ihr Buch. Sie ist Kinderbuchautorin. Das Schwein. Da. Und die Gans oder der Strauß, je nachdem, was das ist. Ja, als Charaktere. In Buchformat. Sie hat also ihr eigenes Kinderbuch geschrieben. Das lassen wir jetzt mal stehen. Ah. Das ist das, was jeder, der von uns mal ein Buch geschrieben hat, kennt, dieses Gefühl. Nämlich, wenn man die Belegexemplare auspackt. Ihr Beruhigungsball. So, da haben wir es. Also, das sieht mir nach einem Plakat aus. Vielleicht für eine Autorenlesung. Ach schön, das freut mich. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, dann ist das vielleicht doch eine Auszeichnung gewesen. Nicht hier Universitätsabschluss. Ja, man... So, in letzter Konsequenz wird man es nicht... nicht erraten können. So, das ist ihre Technik hier. Das packen wir erstmal. Wir packen jetzt erstmal aus. Das ist ja so viel Zeug, was ich hier... So, neue Kalender. Ah. Neuer Entwurf für eine neue Figur. Ah, da entsteht schon eine neue Idee. So, und da hat sie, ich glaube, sie hat da ihren Stil gefunden jetzt. Was ist das denn? Was ist das? Das ist eine Schiene zum Malen für den Arm. Also eine... um die Sehnen zu schonen. Also hat sich ein bisschen überarbeitet, wie es scheint. Das sind die Figuren. Und so interagieren sie zusammen. Die beiden gehören zusammen. Das scheint der nächste Entwurf zu werden. Okay. Also dann war sie fleißig. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie Druckerpapier. Das ist ihre... Damit hat sie es damit hat sie faktisch ihr die Kabelbox, die keiner braucht, die kann eigentlich immer sofort in den Müll. Ja, die, so Platz für ihre Gitarre. Halt. Die stellen wir erstmal hier. Die kann auch später noch umziehen. So. Schreibtischlampe. Stifte. Noch mehr Stifte. Die Lavalampe. Das. Ihre Gitarrenschule. Genau. So, dann haben wir das, denke ich, alles hier. Was fehlt, ist das Ringbuch mit dem goldenen. Okay. Zusammenstellen kann ich es später. Das haben wir schon fertig.
Ich denke, die Gitarre nehme ich mal mit ins Wohnzimmer. Obwohl, da ist gar kein Platz mehr dafür. Dann bleibt es hier. Kann ich von hier was mit ins Wohnzimmer umziehen? Vielleicht die Pflanze, die sieht vielleicht ein bisschen. Oder vielleicht lasse ich es doch hier. Okay, mit dem Blick auf die Uhr, ich habe ja immer gesagt, ich probiere es immer halbstundenweise. Also man sieht schon, es wird nichts mit einer halben Stunde das ja alles aus- und einzupacken. Hat sie aber wirklich viele, also wenn es ihre Auszeichnungen sind, hat sie wirklich viele Auszeichnungen. So, dann versuchen wir. Was ist das? Was ist das? Das ist das Bild von ihrer Familie. Das Muster in die Küche. Keine Ahnung, eine Schale. Das sieht mir wie ein Scanner aus. Ha! Babyratgeber. Da. So. Das ist ein Schwangerschaftsratgeber hier. Also, dann scheint eine von den beiden tatsächlich schwanger geworden zu sein. Und jetzt bekommt sie halt ein Baby. Sehr cool. Freut mich. Okay. So, was haben wir noch? Das, das. Wir schauen mal noch in die zwei Kartons und dann machen wir Schluss für heute. Es ist ja auch schön, das auszupacken. Vielleicht kommt ja wirklich noch was Neues dazu, was man so vorher noch nicht gesehen hat. Das ist doch auch ein Mitbringsel von einer Reise, oder? Dieses Boot mit Gemüse drauf. Das ist doch. So, was macht man doch nicht in die Grunde, oder? So. Und die letzte Kiste, der Leuchter. Klar. Noch ein Preis. Das sind wirklich viele Preise. Anti-Hero. Das ist wirklich, das scheint sie. Das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Anti-Hero. Diese Anime-Serie. Ich kenne hier ist ja das Notizbuch wieder. Mir persönlich sagt das gar nichts. Ich kann das auch nicht. So, die Platzdeckchen. Vier Stück wahrscheinlich. Die Untersetzer. Servietten. Ist eigentlich eher in die Küche, hm? Die Servietten. So, dann nehmen wir das gleich mal mit rüber hier. Das ist ein bisschen fehl am Platze. Obwohl. Okay, na, das war ja nicht sehr viel, was es hier auszupacken gab. Küche habe ich jetzt irgendwie keinen Nerv. Das mache ich mal aus. Schauen wir mal ganz kurz auf den Desktop-PC. Das war ja immer so ein. Den müssten wir eigentlich jetzt schon anmachen können. Ja. Es geht, so viele Sachen sind es dann doch gar nicht. Mal sehen, ob der PC noch irgendwas verrät, was mit ihrer Arbeit zusammenhängt. Das sieht mir aus wie ein Notepad, also das heißt mit
so To-Do-Listen. Ja, aber ansonsten mehr verrät der Rechner jetzt aus meiner Perspektive auch nicht. Was haben wir hier? Das sind Auszeichnungen. Das hier kann ich halt überhaupt nicht einordnen, was das hier ist. Aber sei es drum. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir nur einen Teil der Reiseerinnerung ausgepackt haben. Und zwar. So. Okay. Also ein paar Reiseutensilien fehlen noch. Sie hat leider noch den Stock. Also, möglicherweise hat sie sich wirklich beim Klettern verletzt. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Ich würde jetzt mal an der Stelle eine Pause machen, nach 36 Minuten. Und ich hoffe, dass wir dann mit einer Folge, mit einer weiteren, tatsächlich beim nächsten Mal durchkommen durch Unpacking. Bin da aber ganz zuversichtlich. Also, wir haben jetzt eine ganze Menge gesehen, was, sag mal, sich in dem Leben verstetigt hat. Also das heißt, die Beziehung hat sich stabilisiert zwischen den beiden. Möglicherweise haben sie geheiratet. Die Bücher, die wir ausgepackt haben, deuteten darauf hin, dass eine von den beiden schwanger geworden ist. Also das heißt, das Kind, ihr Kind, das sie wohl erwarten, ja, oder schon haben, wer weiß es schon, austrägt, also das Buch hier. Und sie haben so einen Babyratgeber, ne? Also das sind hier die beiden Bücher, die darauf hindeuten. Und unsere Protagonistin ist wohl mittlerweile sehr erfolgreich mit ihrem eigenen Buch, ja, dass sie hier in der, die Probeexemplare, vielleicht aus dem Erstdruck, zur Verfügung hat. Und sie arbeitet so viel, wie man sieht, denn sie hat hier so eine Schiene, um Entzündungen in den Sehnen entweder vorzubeugen oder zu kurieren. Und das ist das Kinderzimmer, ja, also mit den erwartbaren Utensilien. Süß. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Im Wesentlichen sind es jetzt zwei Bäder noch, da passiert nicht mehr allzu viel. Und in der Küche müssen wir mal schauen, was sich da tut. Und ansonsten glaube ich, dass wir das in der nächsten Folge einfach ganz gut abschließen können, dieses Spiel. Und ja, freue mich drauf und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Ciao.